So, Stream läuft, Aufnahme läuft. Dann verziehen wir mal das Gesicht. Hi Fans und damit mal wieder herzlich willkommen zurück zu einer weiteren kleinen Episode Girls and Panzer Dream Tank Match Deluxe. Ich habe mir gedacht, um die ganze Sache zwischen dem vielen The Legend of Zelda ein bisschen aufzuheitern, machen wir heute an diesem verträumten Samstagabend mal wieder ein bisschen was anderes. Denn einen Augenblick, ich muss gerade noch wieder mein Ding holen. Denn ich sage euch, nein, nicht bei Twitch anmelden, da bin ich doch schon. So, denn ich hatte auf meinem YouTube-Kanal die letzte Zeit eine ganz aktive Kommentarschreiberin, die sich unbedingt gewünscht hat, dass ich nur mal Girls and Panzer spielen soll. Und deswegen habe ich mir einfach gedacht, du weißt was, dere Frau tu mir doch einfach den Gefallen. Und deswegen gibt es heute an diesem lustigen Abend wieder mal Girls and Panzer. So, und ich muss gerade mal wieder reinkommen. Ich erinnere mich nicht wirklich an die Steuerung. Ja, ich weiß, die Rosehip-Mission, die werden wir nie auf Gold schaffen, das ist klar. So, das Letzte, was wir gemacht hatten. We have been surrounded, daran kann ich mich noch erinnern. Wo wir da mit dem Typ 95 Light Tank und Fukuda da rumgefahren sind. So, das heißt, wir machen jetzt nicht weiter. One Hit KO is what they call this. Okay, wir sind Rosehip, natürlich Rosehip Crusader gegen, jetzt pass auf, wir fangen wieder immer wieder an auf normal, dann machen wir das Ganze auf hart und dann machen wir es auf extrem, so wie wir es die anderen Aufnahmen auch gemacht haben. So, wir sind ein Rosehip, ja genau, im Rosehip Crusader gegen 5-mal BC Freedom Academy, den Renault FT-17 und einen Super Rare Boko. Ich habe keine Ahnung, was mich hier erwartet. Ich habe echt keine Ahnung, was das wird. Also ich gehe mal davon aus, es ist so eine Sondermission, wo ich mit einem Schuss K.O. bin und die Gegner hoffentlich auch mit einem Schuss K.O. sind. Sonst wird es ein bisschen blöd. Aber ich würde mal sagen, wir hauen einfach mal rein, oder? So, this is the flag tank. Die Info hätte sich eigentlich erspart, wenn ich einzeln bin. So. Oh, verdammt. Okay. Natürlich. Von wegen hier One-Hit-KO. Alter. Einer kaputt. Oh. Oh, immer dieses Laden. Verdammt. Match. Oh, da schießt der Boko wieder. Daneben. Alter, ich bin im Rückwärtsgang schneller als der FT im Vorwärtsgang. Oh nein, warum habe ich jetzt das auch noch gemacht? Boah, beweg dich!
Daneben. Oh, wieder Artillerieangriff von Boko. Okay, einer. Oh, verdammt, schon wieder Artillerie. Oh Gott. Okay, also zumindest habe ich in der Stadt gute Deckung. Oh nein, er, das ist wieder der Artillerieangriff. Ja, da kommt er. Oh nein! Er macht auch noch kleine Bokos von sich. Das ist ja scheiße. Der hat gesessen. Den nehmen wir auch noch mit, aber das ist jetzt eigentlich meine kleinste Sorge hier. So. Wow, er ist. Daneben. Wie konnte ich da daneben schießen? Das Ding ist 50 Meter groß. Ein Glück daneben. Er schießt wieder. Okay, der Minion macht gar nichts. Der Minion schießt. Oh, Artillerie. Oh, knapp. Ich hänge fest. Dass ich mich halt nur auf diesem Quadrat hier in der Stadt bewegen darf, ist ein bisschen blöd. Dass ich so einen verflucht schnellen Panzer habe auf der größten Map und ich kann die Geschwindigkeit nicht ausnutzen. Ah, dieser... Kann ich dir irgendwie ins Auge schießen für mehr Schaden? Der hat gesessen. Ah, schnell, schnell! Reparier, reparier! Boah, Gott! Ich nach jedem Schuss wieder gucken muss, das erste Ding. Der Turm sich wieder mitdreht, Alter! Nochmal! Nochmal, Schuss! Noch einer noch. Oh. Erwischt. So, also Bronze haben wir einmal geschafft. Hitrate 76%, 36 von 47 geschafft. Quick Reload. 29 von 40 geschafft. Wie kann ich 47 Schuss abgegeben haben, aber nur 40 mal Quick Reload Event? Heißt das, wenn es einmal ohne Problem durchläuft, nimmt das gar nicht. Ich bin 2,2 Kilometer gefahren und das nur um die Kirche rum. Okay. Vor allem, ich habe nur 3 Lights getötet. Das heißt, die Artillerieangriff von Boko muss 2 weggemacht haben, weil es waren ja 5. Okay, wir haben einmal Crew Erwin und einmal Verzierung. Gut, dann schauen wir mal, was noch kommt. So, jetzt machen wir das Ganze gegen auf Silber bzw. auf Hart gegen 3 Renaults und 2 CV33.
Die CV33, wenn sie mich im Heck erwischen, die könnten wieder ziemlich lästig werden. Vorteil bei denen ist, die haben keinen rotierenden Geschützturm. Das heißt, die müssen sich immer irgendwie bewegen. Also auf jeden Fall muss ich erst wieder alle fünf kleine wegmachen, dass ich Platz habe, um den Boko wegzumachen, sage ich jetzt mal.